Hallo zusammen. Heute widmen wir uns der Situation von den zwei Grossbanken in der Schweiz. Es wurde nämlich gerade verkündet, dass die UBS die Credit Suisse für 3 Milliarden Franken übernehmen wird und das bei einer Börsenbewertung von 7,4 Milliarden Franken am letzten Freitag. Ja, und nun eben nochmals ein herber Abschlag von mehr als 50% auf die Kaufsumme von 3 Milliarden Franken. Ja, das erste Angebot lag bei 1 Milliarde Franken, was schon relativ tief ausfiel. Man hat das dann im Verlaufe des Tages verdoppelt und nun hat man sich bei 3 Milliarden gefunden. Ja, die Offerte wurde angenommen seitens Credit Suisse, so dass die Fusion zustande kommen wird. Ja, es wurden noch seitens Bund und SNB weitere Garantien gesprochen. Hier zu sehen einmal 9 Milliarden und einmal 100 Milliarden, die eben durch diese Institutionen zugesprochen wurden. Ja, nun also die Auflösung oder die Integration von der Credit Suisse in der UBS. Also eine sehr lange Firmengeschichte, die nun zu Ende geht. Man sieht hier die Gründung 1856. Und eben auch ein wesentlicher Bestandteil von der Entwicklung von der Volkswirtschaft Schweiz, die nun ihren Namen verlieren wird und eben in der UBS aufgehen wird. Ja, die UBS wird dadurch ein relativ großes Unternehmen in der Vermögensverwaltung. Also derzeit sind sie bereits Marktführer in der Vermögensverwaltung von Privatpersonen. Und dieses Vermögen, das sie verwalten, wird mit dieser Fusion auf ca. 5 Billionen Schweizer Franken ansteigen, also eine relativ hohe Summe, die die UBS dann verwaltet. Ja, des Weiteren stellt sich dann die Frage, was die UBS mit der Investmentbank anstellen wird. Also die CS First Boston wird auch bei der UBS nicht ins Geschäftsmodell passen und man dürfte da die Strategie verfolgen, dass man eben diese Investmentbank abspaltet, sei es durch einen Verkauf oder einen Börsengang. Hauptsache, man wird diese Geschäfte trennen können. Das ist meine Vermutung. Diese Strategie hatte die Credit Suisse bereits festgelegt. Und so wie die UBS aufgestellt ist, dürften sie die gleiche Strategie verfolgen. Ja, der derzeitige Verwaltungsratspräsident ist ein Mann, der 30 Jahre Erfahrung gesammelt hat bei diversen Wall Street Häusern, also zum einen die Morgan Stanley, welche auch zum Teil im Investment Banking arbeitet. Allerdings hat er das Bankunternehmen in dem Sinne geprägt, dass er eben das Vermögensverwaltungsgeschäft ausgebaut hat. Ja, nun also die Fusion wird sich zeigen, wie sich die UBS verhält mit dem neuen Geschäft. Auffällig zu hören war eben, dass die Credit Suisse in die Bredouille kam bezüglich Liquiditätsengpass. Und hier hat Thomas Jordan von der Schweizerischen Nationalbank bekräftigt, dass man eben Liquidität bereitgestellt hat. Also man hat ja letzte Woche über 50 Milliarden Franken bereitgestellt und noch weitere Sicherheiten zugesprochen. Dafür hat man auch Gesetzesänderungen vorgenommen, welche zumindest temporär gelten. Ja, das kam nach einer Phase von diversen Zinserhöhungen, wie es hier zu sehen ist. Also man hat hier zuerst dem Markt Liquidität entzogen und nun hat man also mit den Folgen davon zu kämpfen. Stellt sich die Frage, inwiefern das absehbar gewesen war. Denn wenn man dem Markt Liquidität entzieht, nachdem man ihn lange Jahre auf Minuszinsen versorgt hatte, ja, ob es da allfällige Szenarien gab, die man sich ausgearbeitet hat, wäre spannend zu hören gewesen. Ja, auch spannend wäre es gewesen, wenn Herr Jordan darauf eingegangen wäre, wie es mit weiteren Zinsschritten aussieht. Also wird die SNB die Zinsschritte weiterhin erhöhen oder wird man die nächste Zinserhöhung auslassen? Also man hat sich nicht dazu geäußert, obwohl es eigentlich ein relativ wichtiger Bestandteil für die allgemeinen Märkte und vor allem eben auch für die Finanzindustrie ja ist.
In den USA wird spekuliert, dass sie eben diese Zinserhöhungen auslassen werden. Und die SNB ist natürlich hier auch nicht ganz unabhängig, also sie muss sich auch zu einem gewissen Teil nach diesen großen Märkten orientieren. Ja, es war eine spannende Woche in dieser ja, sehr turbulenten Zeit. Also die CS hatte, ja, hatte eine schwierige Zeit, an einigen Tagen ein Minus um 35%. Also schon ein herber Rückschlag, den das Unternehmen hier durchgemacht hat. Und nun ja, die Fusion mit der UBS. Ja, ein historischer Tag, dass eben diese sehr lange oder langjährige Bank, die ja eine Traditionsbank am Paradeplatz war, nun mit der UBS fusioniert, was ja lange undenkbar gewesen war. Also von beiden Seiten wurde das stets dementiert und auch Kenner der Bank haben sich stets dagegen positioniert, aufgrund der verschiedenen Kulturen und aufgrund der verschiedenen Geschäftsmodellen. Und nun also trotzdem der Fall. Ja, in meinem letzten Video habe ich den Titel gemacht Zwangsehe am Paradeplatz, das eben aufgrund von den, ja, auf den Aussagen, dass man keine Fusion wünscht und eben Zwangsehe im Sinn von die SNB und die FINMA hatte hier auf eine solche Lösung gedrängt und es wird sich zeigen, ob das die richtige Lösung war. Ja, um ein Zitat zu nennen von der NZZ, also sie hatten hier mal geschrieben, dass eben wenn sich jemand Gesundes mit jemandem Krankes ins Bett liegt, wird nicht der Gesunde den Kranken anstecken, sondern eher umgekehrt. Und ob sich das bei dieser Bankenproblematik auch so verhält, wird sich zeigen. Ja, ein historischer Tag heute, die Fusion von eben diesen Banken. Was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen und bis bald.